Und übrigens, alle Menschen machen Sünden. Alle Menschen machen Sünden. Auch große Gelehrten, auch Leute, die Allah fürchten, die machen Sünden. Aber der Unterschied ist, wenn sie Sünden begehen, dann bitten sie Allah um Verzeihung, Vergebung und zeigen Reue, weil sie vom Propheten sallam das gelernt haben. Der Prophet sallam hat am Tag 100 Mal oder 70 Mal Astaghfirullah wa atubu ilayh gesagt. Ich bitte Allah um Verzeihung, Vergebung. Hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat Reue gezeigt. Salawatu rabbi wa salam. Aber die Gelehrten und Leute, die Allah fürchten, wenn sie auch eine Sünde begehen, dann zeigen sie das nicht vor den Leuten. Und die sagen nicht den Leuten, ich habe diese Sünde und diese Sünde begangen. Und als Empfehlung, wenn du eine Sünde begehst, dann erzähle nicht davon. Nicht, dass man ein Video macht in sozialen Medien und fängt an zu erzählen, ich habe das getan und das getan und das gemacht und das gemacht und schaut mal, wie ich geworden bin. Einige denken, das ist Motivation, das ist keine Motivation. Das ist eine Unterstützung, dass die anderen diese Sünde begehen. Weil einige Leute kommen auf die Idee, sagen, ja okay, schau mal, der Bruder war früher schlecht, jetzt ist er gut geworden. Lass mich auch ein bisschen Sünden begehen und später werde ich wieder. Ja, das ist nicht so. Und das ist eine Sache, dass die Sünde sich verbreitet wird und normalisiert sich. Dass die Leute sagen, ach egal,